Ich habe mir gerade wie immer so meine kleine Pause gegönnt, also einfach mal kurz in die Hocke gehen, Beinchen ausschütteln, einfach nur mal kurz irgendwie entspannen, locker werden und dann hier auf zum Rennen. Und gerade habe ich 26 Grad im Zimmer, also 1 Grad mehr als zu Beginn des freien Trainings. Für die, die es interessiert hat, ja, eine schöne Information für alle anderen, die sind jetzt informiert. Und damit hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Bahrain. 321 Ressourcenpunkte. Alonso und Button, die waren, habe ich jetzt auch nochmal gesehen, die waren wirklich auf das Tausendstel zeitgleich. Die beiden Teamkollegen. Da lässt Ding. Ja, Wehrlein geschlagen mit der Q2-Zeit. Alles, alles, außer eben die Pole Position, aber alles fängt ja gut an. Aber statt Platz 8, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, deutlich mehr. Aber das kann ich ja jetzt vielleicht korrigieren. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Platz 15. Nun gut. Dann auf. Auf ins Nachtrennen. Es liegt wieder etwas Besonderes in der Luft in Bahrain und ich spreche nicht vom Sand. Die Okay, heute lasse ich es Köpfe mal. der Formel-1-Welt haben ihre besten Ideen für den heutigen Abend in die Strecke von Sakhir gesteckt und deshalb können wir uns wieder auf einen spannenden großen Preis freuen. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. 15 Kurven bieten viele Überholmöglichkeiten und die zwei DRS-Zonen helfen dabei mit. Es könnte uns daher ein strategisches Rennen in Sakhir erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Während die Fahrer unten in der Startaufstellung noch die letzten Einstellungen vornehmen, schließt sich mir ein Mann namens Stefan Römer hier bei mir in der Kommentatorenbox an und der weiß alles über den Druck von Hey, wir tauchen da auf. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch bitte gleich mal, was den Fahrern jetzt gerade in diesen Momenten durch den Kopf geht. Ich denke mal, sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nico Hülkenberg startet von der Pole, vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Button, Alonso, Sebastian Vettel und Haryanto, Nasser und ein Renault, Raikkonen und Esteban Gutierrez, Eriksson, Wehrlein, Nico Rosberg und Verstappen, Ricardo, Hamilton, Romain Grosjean und Carlos Sainz Jr., Massa und Kvyat, Valtteri Bottas und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. M. Schumacher. Das liest sich schön. Genauso wie das Kürzel MSC. Ja, der große Preis von Bahrain in Sakhir. Was können wir erwarten? Kein Regen, ne? Ja. Kein Regen. Was wird vorgeschlagen? 5 Sekunden Unterschied. Keine weißen, dafür zweimal gelbe. Haben wir frisch. Die Startreifen, die haben 6% runter. Ja, werde ich angehen. Hauptsache nicht die weißen. Die haben sich halt wirklich, es sind ja nun mal die härtesten, am schlechtesten angefühlt mit mir. Und insofern, ja, soweit, so klar. 28,5 gehe ich noch. Genau. Es wird nochmal dunkler werden im Rennen. Gut. Sieht nicht verkehrt aus. Und für uns sollte es weiter nach vorne gehen. Also gewissermaßen wird es für uns hell und für die Strecke dunkel. Mal gucken, wo wir uns treffen. In der Mitte. Vielleicht Platz 6, vielleicht Platz 5. Mal gucken. Auf jeden Fall, Punkte müssen auf jeden Fall das Ziel sein. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Müssen etwas zu tun bekommen. Also lass sie arbeiten und
Wärme bitte die Reifen auch gleich auf. Rennstrategie. 6 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Hallo. Das konnte ich nicht hören. Wiederhol es bitte. Ich wusste jetzt gar nicht, was ich fragen soll. Ich habe aber irgendwie einfach mal gedrückt aus Überzeugung. Gab's ja halt noch nicht wirklich Probleme damit. Mit den Schaltproblemen. Wobei Probleme mit den Schaltproblemen, das wäre toll. Aber ich will gar keine Schaltprobleme erst haben. Um damit Probleme zu haben. Gegen wen fahre ich heute? Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer, Ricardo und Wehrlein. Mal wieder den Ricardo. Reifenstatus. Unseren Daten nach sind die Reifen derzeit in Ordnung. Du solltest zumindest für die nächsten Runden noch guten Grip haben. Die Bremstemperatur kann sich schon mal sehen lassen. Der Reifen gehen an sich auch schon. Muss ich jetzt nicht nochmal durchdrehen lassen. Können wir so belassen. Mal gucken, ob es heute wieder einen fehlenden Sound gibt zu Beginn des Rennens bei diesem Überblende und ob die Wagen wieder. Na gut, das sehen wir erst am Ende. Das sehen wir erst wieder in der Rennwiederholung. Das Problem, dieser schiefstehenden Autos gibt es ja schon seit F1 2015. Haben sie noch nicht rausbekommen. Soweit so gut der Start. Jetzt habe ich hier sogar Platz. Coole Lücke. Danke, Vettel. Hey. Der Teamkollege unseres Konkurrenten macht er dicht. Der Ausgang hier hätte besser sein können. Er hat sich aufgehalten. Da ist ja schon Alonso. Das Button. Perez immer noch auf der 2. Er wird bestimmt noch auf die 1 fahren. Er spart sich das bloß für die allerletzte Runde auf. Er will es nicht zu einfach aussehen lassen. In Runde 7 kommen wir rein. Wenn alles glatt geht. Oh, der Randstein, böse. Also ganz drin bin ich noch nicht. Aber Windschatten habe ich allemal und zwar besser als Button. Okay, wird recht früh gebremst. Oh, hier wird gar nicht rausgefahren. Gut, dass ich das noch recht früh und recht vorsichtig kennenlerne. So, mit Zufuhr darf die Michael-Schumacher-Kurve ansetzen. Und wieder auf der 3. Australien-Platzierung. Australien-Endplatzierung. Perez scheint aber noch nicht so voll zu fahren. Irgendwas spart er sich noch auf. Vielleicht fährt er gerade im Benzinsparmodus. Wobei. Ich
Ich habe erstmal andere Gedanken. Button sollte grundlegend kein Problem auf der Geraden sein, wenn ich nicht verkacke. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Etwas Benzin ist schon gespart. Bestenfalls kann ich einen Ticken Windschatten von Paris mitnehmen. Gucken, was die anderen für eine Strategie wählen. Wann welche Reifen, ob die mal die weißen nehmen. Vielleicht einmal weiß, einmal rot, auch zwei Stops nach diesem ersten Stint. Glaube ich jetzt zwar eher weniger, aber mal gucken. Also Windschatten habe ich alle mal. Und Dreck offen, wie sie auch noch. Auf der Kamera. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Wie in Abu Dhabi bin ich gerade in den ersten Runden deutlich besser als alle Konkurrenten. Vom Gefühl her. Die beste Rundenzeit sagt sie auch. Womöglich sparen die vielleicht gerade wirklich Sprit. Die Runde gibt es im Erwa. Erstmal DRS. Ja genau, jetzt vernichte ich hier Reifen wegen dir, ey. Dankeschön. Jetzt nicht drehen, sehr nett. Hier die Kurve kenne ich noch. Na, herzlichen Glückwunsch, dass ich Kurven kenne auf dieser Strecke. Und Paris mit DRS im Windschatten. Gibt es schönere Vorstellungen. Aber in dem Force India werde ich jetzt kein Benzin verschwenden. Wenn er halt vorbei fährt, dann fährt er halt erstmal vorbei. Im letzten Sektor habe ich auch wieder letzte Runde gut gemacht, deswegen sollte ich da einen kleinen Puffer rausbekommen. Ein paar Informationen zu Ericsson. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Okay, Ericsson hat ein Problem. Oh, ich auch. Drehen die jetzt auf? Mal gucken. Weil ich habe jetzt hier auf Hülkenberg immens verloren. Ich bin zwar nicht gut gefahren, aber ich habe viel verloren. Ein paar Informationen zu Gutierrez. Er hat ein paar Probleme. Macht er auch. Komme ich Hülkenberg wieder näher. Ich fahre auch gerade die Runde schon mal besser. Grundvoraussetzung. Meine schnellste Runde besteht noch, oder? In diesem Rennen? Ups. Wir glauben, dass wir eine gute Alternative Was? Strategie haben. Jetzt schon? Nix undercut. Habe ich bisher so viele Reifen verbraten? Oh, hinten ist nicht ohne. Bis Runde 7. Boah. Komme ich Runde 6 rein, mal gucken, aber nicht Runde 4. Oh, da kommt jemand Runde 4 rein. Also der geht nicht auf zweimal gelb. Glaube ich nicht. So schlimm fühlen die Hinterreifen sich aber noch gar nicht an. Solange ich hier eine schnellste Runde hinlege, im Gegensatz zur Konkurrenz, bleibe ich draußen. Auch wenn die jetzt einen Undercut machen und schneller sein werden. Ja, wobei, wenn ich die schnellste Runde fahre, dann nicht, aber die muss ich erstmal wieder hinlegen. Oder die müssen sie erstmal schlagen.
Nicht schön. Mhm. Den Reifen merke ich schon, ganz klar, aber das ziehe ich jetzt erstmal durch. Perez kommt die Runde rein, bin ich von ihm überzeugt. Die Force India schätze ich mal, auch wenn ich den noch nicht wirklich ausgiebig gefahren bin, weiterhin als Reifenfresser ein. Ah, oh, besser im Mittelteil. Also, schlecht fahren kann ich nicht. Kann ich schon, aber nicht gerade eben. Zeitlich gesehen. Neue Bestzeit, oder? Und Hülkenberg nächste Runde dann? Perez drin? Ausgezeichnet. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Etwas zu weit gefahren. Jetzt wäre es echt mal interessant zu wissen, was die hier für Reifen draufziehen. Wer denn in Rosberg hinter uns? Drei Deutsche führen das Rennen an. Eine Riesenlücke hinter uns. Schon wieder auf Bestzeitkurs. Hä, hey, was läuft hier so heute? Anders. Ich fahre jetzt immer noch schneller und die Konkurrenz, die kommt immer noch nicht aus dem Quark. Oh. Etwas zu weit außen angefahren. Mal gucken, vielleicht wird es ja wieder eine Bestzeit im Mittelsektor. Es war ganz anders, ja, aber es war nicht wirklich kacke. Das war kacke. Keine Bestzeit im Mittelteil. Mm-mm. Also langsam merke ich die Reifen doch, aber es war jetzt überwiegend einfach nur Fahrfehlerei. 53% von der links genauso wie hinten. Ah, 55 sogar. Ne, ich komme unter 7 rein. Solange ich noch Vorsprung rausfahre, die Force India sollten kein Thema sein. Wobei, so wie sie bisher gefahren sind, doch, aber. Ne, ich bleibe unter 7. Guck mal, ob Hülkenberg jetzt nachlegt. Und oder Perez bald mal. Womöglich stecken sie im Verkehr fest, womöglich können sie aber auch genau auf der Geraden überholen und somit DRS-Vorteil ziehen. Können jetzt auf Mager fahren an heiklen Stellen, aber ne. Oh, Nasser, okay. Gutierrez und Eriksson haben die Probleme. Habe ich weiterhin auf dem Schirm. Ob ich die Info noch brauchen werde, wird sich zeigen. Noch sind alle im Rennen. Wenn jetzt ein Safety Car rauskommt, meinetwegen auch ein virtuelles Safety Car. Aber das hat mir schon in Australien sehr geholfen. Das wäre vielleicht etwas zu viel des Glücks. Denn nur das virtuelle Safety Car hat mir den dritten Platz beschert, ansonsten wäre ich wohl Fünfter geworden. Gehe ich klar von aus. Also jetzt habe ich gerade richtig nachgelassen, die Runde. Die Runde bei weitem nicht nochmal fahren müssen. Ah, jetzt habe ich es gemacht. Kann ich mehr Gelbe raushauen? Ja, Tempolimit. Ich könnte die Reifen hier sehr schnell blockieren lassen, wenn ich hier schnell ansause. Mache ich aber nicht. Der Hintermann schon eher. Der Allein kam richtig gut rein. Auf gelben Reifen. Dann kommen die beiden jetzt. Force India. Gutierrez. Startreifen Gutierrez. Perez weiße, okay. Sainz auch weiße. Die fahren die weißen. Gut. Habe ich nicht vor. In spätestens 2 Runden haue ich das fette Benzingemisch rein. Die Reifen hergeben. Schön.
komme ich gleich mal vorne näher. Perez wird aufgehalten. Wirklich schneller Reifen hat er nicht, aber deutlich schneller als die angefahrenen gelben sollte alle mal sein. Ist Hülkenberg auch da vorne? Der müsste auf jeden Fall vor Perez liegen mit dem Undercut, ihm gegenüber. Zu viel des Guten? Oder gibt's Reibereien? Bottas? Rote Reifen vor uns. Das sind aber nicht die Startreifen. Wobei, der ist so weit vorne. Der hat frische rote Reifen gehabt. Doch, könnte durchaus sein. Auf jeden Fall gibt er uns gleich DS, wenn er abhaut, in die Box. Noch umso besser. Wobei Windschatten wäre noch besser. Er bleibt nicht draußen. Windschatten AD. Mann, was ich die Runde an Benzin gespart habe. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 11,5 Sekunden. Der müsste immer noch Probleme haben. Oder Jeff hat keine neue Ansage gemacht. Oh. Ich glaube, der hat noch Probleme. Der hat verdammt früh angebremst. Und der war nicht in Bedrängnis. Und, freut er sich? Das heißt, noch mehr Sprit sparen. Windschatten und DS genesen. Aber noch lohnt sich das Wettergemisch noch nicht wirklich. Hat nämlich keine wirklich Freifahrt. Jetzt werde ich aber aufgehalten. Schnell vorbei, auch wenn damit der es auf der nächsten Gerade schwindet. Hauptsache Freifahrt. Und Verstappen wird keine Gefahr auf der Geraden. Als Perez hier geblieben. Mist, ich war nicht schneller. Oh, Hülkenberg und Perez. Jetzt ist Perez vorbei. Virtuell auf der 1. Aber Hülkenberg setzt wieder an. Das ist gut. Reibereien da vorne sind gut. Wenn die beiden ausschalten sollten. Rennstrategie. Der 18. Nicht gut. Fahrer vor mir. Am Ende fahren sie auf den gelben, nicht auf den roten. Einmal überraschen lassen. Ja, Hülkenberg hat auch DS und Windschatten. Oh oh. Perez gerade auf der 1, komm, schauen sie also rein. Muss ich jetzt nicht riskieren. Ich will aus den bisherigen Erfahrungen gelernt haben. Das war meine große Ansage für die Saison. Auch wenn das Maximum am Ende herausholen bedeutet, zwischendurch mal nicht das Maximum rausholen, das Ende ist entscheidend.
jeden Fall spare ich gerade eine Menge Benzin. Eigentlich wollte ich jetzt raushauen, aber muss ich gerade nicht unbedingt. Nicht hier an dieser Ecke. Ich habe die schnelleren Reifen. Ich habe erst mit dem besseren Windschatten, dennoch zieht er mir davon. Jetzt hat er Windschatten. Man merkt's. Und den besseren Motor und DRS und so, ne? So, kann ich jetzt hier mal die Lücke zumachen? Hier das noch nebenan. Nicht für den Wagen leicht. Ah, verzwickte Sache. So, jetzt habe ich den erstmal. Wobei. Ne, er setzt nicht an. Mit den Gelben fühle ich mich sehr wohl. Die halten und die sind nicht langsam. Mist. So, Perez sollte etwas einfacher werden, weil er keinen DRS und auch keinen Windschatten hat. Bin mal gespannt, wo das hier endet. Dieser Motor, ey. Ich hasse die Frage, soll ich wirklich vorbeifahren, mich dann ärgern lassen? Oder ich fahre einfach bis zum Stop hinter den her und schnur Benzin? Jetzt erstmal klar hinten. Mal gucken, was ich jetzt im Mittelteil rausfahren kann. Die freie Fahrt macht sich gleich bemerkbar, das ist wichtig. Sicherheitsabstand habe ich schon mal. Ein paar Informationen zu Gutierrez. Er wird wieder schneller. Dann hoffe ich, dass Sie das Problem lösen konnten. Ja, Perez ist erstmal weg. Oh. Na, erstmal, ja, jetzt ist er wieder gleich dran. Und der hat DS und Windschatten und eben den starken Motor. Was sagen die Reifen so? Na, bis Runde 18 werden sie halt ausgequetscht sein. Aber soweit so in Ordnung. Hülkenberg musste zum Teamkollegen ganz schön reißen lassen. Na, ja, dürfte nochmal lila geben, hä? Mal gucken. Mhm. Nicht so toll.
Mal schauen, wann wir mitbekommen, welche Reifen die als nächstes drauf ziehen. Also ich fahre die Reifen gerade vollends aus. Das sieht man noch an den Zeiten. Ist aber auch gut so. Perez ist gerade recht weit weg. Wenn ich da auf die kleine Karte schaue, dann spare ich jetzt mal Sprit. Mal gucken, wofür ich das noch brauche am Ende. Wobei, so ein Polster kann ich schaden. Zeitpolster. Zweit. Was war das gerade für ein dicker Blitz da draußen? So nicht dick, sondern das waren 5, 6, 7 Schüsse. Der Blitz hat geblinzelt. Oh, Ericsson hat massive Probleme. Der ist raus. Das rumpelt auch gerade ordentlich. Dem Lichtspiel nach zu urteilen. Dem Geräusch. Aber das Lichtspiel war auch nicht ohne. Ja, die Runde wird keine Bestzeit. Glaube ich nicht dran. So langsam muss ich mal auf die Reifen aufpassen beim Herausbeschleunigen. Nee, 1,4 Sekunden, beileibe keine Bestzeit. Perez ist auch wieder näher rangekommen, aber 1,4 sind einfach viel zu viel. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Weiterhin 1,4. Also wenn sie rote aufziehen sollten, dann kommen sie nach uns rein. Wenn auch gelb, dann in etwa wie wir. Ja, Perez kommt wieder ein Stück näher. Was ist denn? Ja, die Reifen lassen schon jetzt deutlich nach. Damit kommt Perez wieder ran. Aber erstmal ist er noch weit genug hinten. Muss halt bloß weiter konzentriert bleiben. Ein Ohr auf die Reifen geben. Vielleicht flüstern die ja zu mir. 1,7 Sekunden. Die brechen gerade so ein klein wenig ein. Und der vordere linke wird halt besonders da hinten in der Ecke bei der letzten Messzeit beansprucht. Perez hat doch etwas verloren. Auf der Karte gar nicht mehr zu sehen gewesen. 3,6, okay. Oh, Hülkenberg ist drin. Hinter ihm ist nichts mehr. Das ist auch Wehrlein, sehe ich gerade im Tableau. Dann gehen sie nicht auf Rot. Auch auf Gelb. Auf gleichen Reifen wird es dann umso interessanter. Aber wenn ich konzentriert mit den Reifen umgehe, komme ich soweit gut mit zurecht. In etwas mehr als einer Runde kommen wir rein. Perez kommt diese Runde rein. Mal gucken, ob Hülkenberg wieder vorbei zwitschert.
Die eine Runde für Perez könnte auch schon genügen. Aber ich kann nicht noch eher reinkommen. Ich bleib dabei. Dann lasse ich den halt einen Undercut. Sei es drum. Dann muss ich die letzte Runde ganz besonders mal hinbekommen. Die Runde für den Boxenstopp. Okay, das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Perez noch hinter uns. Ist immer noch hinter uns. Verbrät Hülkenberg einfach mehr? Oder Wehrlein war auch drin? Weil ich sehe gerade auf der Karte niemanden. Button jetzt hinter Perez. Button jetzt hinter uns. Okay. Nochmal auf den Weißen. Wenn das schon aktualisiert wurde, ja, nochmal auf den Weißen, Perez. Oh oh. Das könnte gerade rennentscheidend sein. Zu unseren Gunsten. Und Benzin habe ich für den letzten Stint auch nochmal genug. Also die gelben kann ich wirklich vollends ausfahren. Wenn es sein muss, sogar im Zweikampf. Gegen Force India. Mit der Reserve an Sprit. Hier, Reifenkiller von der links. Aber ich bin am Ende konstant hier hinten gefahren. Immer in etwa der gleiche Abstand zu meiner Bestzeit. Nicht zu langsam, aber auch keinesfalls zu schnell. Keinesfalls. Na, Perez auf den Weißen. Immer noch, und das wird wohl mittlerweile aktualisiert sein. Los, fahr jetzt. Na, wann kommt Hülkenberg? Noch ist keiner auf der Geraden zu sehen. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ah doch, da jetzt. Perez und Johnston, Hülkenberg, beide auf Weiß. Das wird wohl die Entscheidung sein. Denke ich mir mal. Die Reifen waren frisch. Muss ja. Wir hatten sie ja noch. Fahrer hinter mir. Perez hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,2 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 58,5. Also die beiden nehmen die beste Rundenzeit nicht mehr weg, glaube ich nicht. Was war denn? Unser Abstand zum noch ist Perez. 45,6 Sekunden. Noch ist Perez auf der Karte zu sehen. Auf der Geraden. Schön, was mit den Reifen hier wieder möglich ist. Wert auf den Geraden wollte immer auf Fett fahren. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,1 Sekunden. Ah,
Also ein Podest wird das hier allemal. Ja, es wird noch genug Strecken geben, wo ich dann richtig hinterherhinken werde. Und da ist sowas hier gerade gar nicht mal so verkehrt. Aber auch nach dem Qualifying-Tempo habe ich nicht unbedingt damit gerechnet. Sind aber heute sehr konservativ mit den Reifen rangegangen. Und die hatten halt noch zwei Weiße im Petto. Na, die Kurve war nix. Und Fahrer hinter mir? Perez liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,7 Sekunden. Wir verlieren pro Runde etwa 5 Sekunden. Dieses Tempo ist zu langsam. Sie fahren mit 9 Minuten. 6 Zehntel gewonnen im letzten Sektor. Wir von 1,2 vielleicht schneller. Das war auch nicht so prickeln. Könnte besser sein. Die erste Streckenkurvenkombination. Es wird nicht lila. Ich bin mal gespannt, was andere zum Beispiel dann am Ende für Reifen drauf hatten. Also wenn noch ein paar die rote draufgezogen haben, gut, die sind halt nicht mit den Reifen gestartet, aber dann haben sie Reifen gespart, würde ich annehmen. Ich glaube weiterhin Force India ist ein Reifenfresser. Es sind bestimmt zwar auch ein paar andere auf diese Strategie gegangen, aber Force India musste gezwungenermaßen, nehme ich an. Der Sektor war nix. Fahrer hinter mir. Perez hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 4,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 38,1. Die Runde war kacke. Na, das... Oh. Wenn der Rest jetzt noch passt, könnte das wieder lila werden. Na, das Potenzial ist da. Jetzt bin ich hier aber nicht gut reingekommen. Demzufolge auch hier nicht gut raus. Will ich es aber gerade wissen. Ich soll lieber konstant über die Zeit fahren, nicht auf eine Runde mal ganz schnell und dann wieder nachlassen. Das bringt mir nichts. Die schnellste Runde ist mir nicht so wichtig, die habe ich ja gerade eh inne, aber die ist mir nicht wichtig. War auch nicht schneller. Perez muss weiter streifen lassen. Na, es war schon nah dran. Was soll denn? Der Sektor hat nichts. Wettbewerb in der zweiten DS-Zone auch schon auf Fett fahren. Ich muss noch was loswerden. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Ich denke mal, ich komme ganz gut mit aus. Ja, aber auch Perez ist nicht wirklich deutlich schneller als ein Teamkollege. Hätte ich anders erwartet.
Der zieht nochmal Rote drauf. Hat ja auch noch genügend über. Fahrer hinter mir. Paris liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 6,0 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,38,0. 6,0 Sekunden Vorsprung. Aber ich hoffe mal, die nächsten Rennen werden nicht so wie dieses hier, weil... Ja, solange wir mit den Force India unterwegs gewesen sind, war es wirklich toll. Hab schon bessere Rennen erlebt, aber das Vorwegfahren gefällt mir gerade nicht so sehr. Klar, ich nehme die Punkte hier gerne mit, weil es eben noch genügend Rennen geben wird, wo ich überhaupt, ja, zu sehr unter die Punkte zu kommen und selbst das dann nicht gelingen wird. Auch wenn der Wagen diese Saison noch besser wird. Also in China nehme ich jetzt mal an, weil die Strecke ja auch nicht so gut ist mit der KI-Stärke, wird es auf jeden Fall ein Treppchen werden. Gehe ich mal fest von aus unter normalen Umständen. Russland und Spanien wird dann halt schon deutlich schwieriger. Besonders Spanien. Monaco sowieso. Und den Rest sehen wir mal. Ist jetzt zu weit vorgedacht. Ja, die Runde war auch wieder gar nichts. Fahrer hinter mir. Paris hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 6,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 38,1. Letzte Runde noch neu, jetzt schon alt. Aber bei Runden tun wir auch keinen. Ja, mittlerweile ist mir gut warm. Die 27 Grad, die werden am Ende bestimmt wieder hier auf dem Thermometer stehen, am Ende des Rennens. Nach dem Rennen. Zwei Zehntel wieder langsamer. Den Mittelteil bekomme ich zeitlich gar nicht mehr so gut hin. Also erst recht nicht. Na, wir fahren gleich noch vier Runden. Aktuell etwas mehr als vier Runden. Die nächste Runde mal wieder ranhalten hier, das war ja wieder gar nichts. Der schlechteste. Die schlechteste Runde seit langem. Achso, fahr hinter mir. Ich jetzt auch. Ja, muss mich wieder ranhalten. Die Reifen geben auf jeden Fall noch mehr her. War schon mal besser diese Kurve. Oh, das nenne ich mal nah dran. Das war jetzt nicht so gut. Das schon eher. Unsere beste Rundenzeit ist weg. Aber ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Oh, Schaltproblem. Okay.
Das kann ich gerade nicht gebrauchen. Die Runde ist schon mal deutlich besser als letzte. Fahrer hinter mir. Nochmal auf den roten Reifen Vettel, ich glaube ja. Aber hey, hier guck mal, Vettel. Besser als letzte Runde, dieser erste Sektor. Das ist auch besser, naja, vielleicht auch nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht so gut wie vorhin. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Treibstoffinfo. Das wäre beinahe zu weit gewesen. Ja, der vordere rechte, ich quäl den hier hinten auch immer wieder. Ja, die Runde wird auch nochmal besser. Nach dem letzten großen Blitz, 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 Blitz hat es gerade wieder geblitzt. Ganz schön viel dazwischen. Nein, doch nicht. Okay. Das war noch später angebremst als vorhin. Irgendwie muss man sich ja unterhalten hier vorne. Etwas zu weit weg. Noch schnell genug. Das war wieder gut. Das war zu viel. Hauptsache, ich bekomme das noch rechtzeitig mit. Wenn ich hier unbedingt noch am maximal möglichen fahren will. Letzte Runde kommt gleich. Ja, die Runde wird's nicht. Jetzt bin ich wieder bei um die 1,24 Sekunden angekommen. Fahrer hinter mir. Ah, ich bin langsamer. Ein Tick zu bedienen. Das war schon wieder besser, wobei der Rumpler war zu viel. Na gut, ich sehe ein. Ich fahre das Rennen jetzt heim. Jefferson, ihr habt einfach zu konservativ eure Reifen gewählt. Vielleicht war es aber genau richtig für einen Force India. Naja. Mein Wagen hat maximalen Abtrieb und bald auch maximalen Nicht-Luftwiderstand. Insofern habe ich schon mal ein gutes Kurvenfahrzeug. Was dann auch wieder irgendwie Reifen schon, ne?
Perez und Hülkenberg hinter uns. Damit nehme ich aber nicht Platz 1 in der Fahrerweltmeisterschaft ein. Platz 2. Platzierung Meisterschaft. Nee, das ist anders. Meisterschaftsplatzierung, oder? Ja, aber es wurde mir sehr, sehr einfach gemacht. Auch nach dem Qualifying-Tempo habe ich damit nicht gerechnet. Großartige Leistung von Renault, was für ein überzeugender Sieg. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Starker sechster Platz. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Wenn man sich überlegt, wo Romain Grosjean begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute der Fahrer des Tages sein. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Force India hat seine Führung in der WM ausgebaut. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ja, wirklich. Also in Anbetracht der Startplatzierung ist dieser sechste Platz von Grosjean nochmal umso wertvoller. Aber auch der neunte Platz von Hamilton. Immerhin hat er den schlechteren Wagen. Vettel habe ich mit der schnellsten Runde knapp dahinter gelassen. Und Monza kann kommen. Ich habe den ersten Sieg in der Saison so früh schon. Also ich kann in Monza durchaus ausscheiden. Das kann ich mir erlauben. Räikkönen ist der erste 3-Stopper. Alle 2 Stops. Wir haben gewonnen vor Perez, vor Hülkenberg, vor Button, vor Wehrlein. Vor Grosjean, dann erst Alonso. Den habe ich dann doch weiter vorne gesehen. Vettel auf der 8. Hamilton, Verstappen. Dann Harianto. Hätte ich auch weiter vorne gesehen, wenn man eben da den Wehrlein sieht. Der ist ja auch hinter Harianto und Sainz gegangen. Dann Kimi, Bottas, Rosberg, Ricciardo. Ja, die Red Bull. Ziemlich weit hinten angekommen. Massa, Nasser. Wieder direkt hintereinander. Dann Carlos Sainz, Quert, Gutierrez, Magnussen. Tja, Magnussen wird auch bald einen besseren Wagen haben. Mit dem er dann auch vielleicht, ja, nicht letzter von den fahrenden Fahrern wird. Und ausgeschieden Ericsson, der hatte ja schon zu Beginn des Rennens Probleme. Grosjean auf den Roten, Vettel, Verstappen und Kimi. Kimi der erste. 3 Stopper gab es noch einen, hab gar nicht drauf geschaut. Aber auch Button ist auf den Gelben gewesen. Aber keiner ist rot und zweimal gelb gefahren. Meine ich, sage ich jetzt einfach mal so raus. Rosberg ist auch 3 Stops. Bottas ist auch die Gelben am Ende. Es waren echt nicht viele auf 3 Stops unterwegs. Und die, die 3 Stops gefahren sind, die haben keine Punkte geholt. Auch gar nichts los. Massa Bottas, die beiden Runde 1. Dann Nasser Magnussen. Oh. Dann wieder Nasser und eben Rosberg. Und der Ausfall, Motorschaden Runde 14 von Marcus Ericsson. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Die Situation an der Spitze ist nach diesem schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Der Abstand hat sich verringert. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ah, heute kann das nur Romain Grosjean sein. Heute ist er für mich in einer anderen Liga gefahren. Wirklich beeindruckend. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Force India hat seine Führung in der WM ausgebaut. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ich hätte ja echt nicht erwartet, dass wir nochmal im zweiten Rennen noch weiter nach vorne kommen.
Ich habe schon Australien als Höhepunkt angesehen, aber wie gesagt, ich werde noch genug Rennen haben, wo ich dann wirklich zusehen muss, von meinem Polster zu leben. Ich weiß noch nicht, was das Ziel am Ende ist, was als realistisch einzuschätzen ist. Das wird sich einfach mal zeigen. Was Fakt ist, ich habe schon mal mehr Punkte als letzte Saison. Ist schon mal ganz schön. Es soll ja eine Maximum-Saison werden. Tja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also das zweite Rennen ist ja immer recht interessant, weil es dann wieder einige Verschiebungen gibt, aber so aussagekräftig ist das Ganze eben noch gar nicht. Bei den Teams schon eher, also dass Torosso und Williams noch keine Punkte haben. Tja, ist einfach was anderes. Wir sind nicht mehr ganz hinten, Haas ist auch nicht ganz hinten, Männer sowieso nicht, die man da vielleicht noch erwarten könnte, aber die sind ja schon ganz lange nicht mehr da hinten. Ist auf jeden Fall ein anderes Bild, was man hier sieht, von Saison zu Saison. So viel Material für Highlights gibt es ja heute nicht, aber mir ist gerade aufgefallen beim Schnippeln, ich habe den Motorschaden von Ericsson vergessen. Naja, zum Glück war es bloß ein Motorschaden, wissen wir ja, wie er aussieht, aber der Vollständigkeit halber, ich habe ihn vergessen. Der Start aus der Sicht von Vettel, er schnipst hier gleich in eine Lücke rein, ziemlich kompromisslos, aber so kennen wir die Dinger, ja? Diese Pappkameraden. Und die beiden Williams, die haben sich wirklich gut berührt. Das war aber auch die einzige wirklich nochmal anschauenswerte Situation aus der Vorfallsliste. Die anderen, die waren ja ganz, ganz leicht berührt. Mehr aber auch nicht. Ja, ganz leicht berührt hat Perez mich nicht. Es war schon wieder sehr, sehr deutlich, aber zum Glück hat es mich da nicht weiter nach außen getragen. Ja, und dann sind wir schon am Ende der Highlights, ja? Es war nicht viel los. Ich muss ja gestehen, ich denke mal, also auch in Anbetracht dessen, dass der Saisonstart der letzten Saison im Haas ziemlich gut verlief, mit dem ich so von der Position her immer ziemlich zufrieden war, sind die ersten drei Rennen einfach nicht allzu hoch anzusehen. Dann heißt es aber umso mehr einfach Punkte sammeln. Wenn es was zu holen gibt, dann muss ich einfach da sein, wenn ich nun mal das Maximum rausholen möchte. Ganz, ganz klar. Aber hätte ich das Rennen... Ja, hätte ich die Wahl gehabt in dem Sinne, ich will auf jeden Fall eine Saison auf einem Schwierigkeitsgrad jetzt nochmal beenden, dann hätte ich dieses Rennen hier heute auf Experte gefahren, weil im zweiten Stint war ja gar nicht mehr so viel los. Als ich dann an den beiden Force India vorbeigefahren bin, dann hatte ich wirklich noch ein Rennen für mich und bin einfach für mich gefahren. Also da wäre ich lieber um Platz 20 herum. Ah, ist schwierig, weil der Renault ist noch nicht so gut. Wir würden ansonsten eine gute Dreiviertelsekunde in den Teamkollegen liegen. Hier heute vielleicht etwas weniger, weil die KI hier nicht ganz auf der Höhe ist, aber ich glaube, mehr zu tun gehabt als heute hier vorne auf schwer. Und das fand ich eben schade. Also hätte ich bis Rennende mit den Force India zu kämpfen gehabt, dann wäre ich mit dem Rennen soweit zufrieden gewesen, aber mir hat heute gegen Ende einfach was gefehlt. Einfach der Kampf. Der Kampf in Sachen Offensive oder auch Defensive, der hat heute ganz klar gefehlt. Naja, China wird auch nochmal ein gutes Ergebnis werden, damit rechne ich jetzt. Und dann Russland wird schon etwas schwieriger, Spanien auch und dann ganz besonders mit Monaco und danach. Na, schaue ich einfach mal, dass ich wieder das Maximum herausholen kann. Und der Wagen wird ja auch noch besser im nächsten Rennen in China. Ja, das gönnen wir uns wieder. Und dann sage ich einfach wieder, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss. Hey, ich hab was für dich. Das Auto hat jetzt die neuen Teile drauf. Die Simulationswerte sind gut, also ich freue mich schon auf dein Feedback. Hier sind die Details.